Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das eine Biografie ist. Eine Autobiografie vom Autor selbst geschrieben. Und zwar möchte ich euch das Buch vorstellen, Wie man wird, was man ist, von Irwin Dialom. Auch das muss ich euch wie im letzten Rezension schon einblenden, denn ich habe das aus der Bibliothek ausgeliehen und bin ganz froh, dass ich es mir nicht selbst gekauft habe. Denn das Buch kostet, glaube ich, 24 Euro oder 22 Euro, wenn man sich als gebunden kauft. Als Taschenbuch ist es, glaube ich, vor kurzem erschienen oder erscheint dieses Jahr. Ich weiß nicht genau. Aber ich meine, dass es jetzt erschienen ist, Anfang des Jahres. Kostet, glaube ich, auch 11 Euro. Ich bin ganz froh, dass ich es nicht gekauft habe. Denn, wie ihr schon raushört, hat es mir jetzt nicht so großartig gefallen. Aber fangen wir am Anfang an. Und zwar ist es so, dass Yalom ein Psychotherapeut ist. Und zwar nicht nur einfach ein Psychotherapeut, sondern speziell auf Gruppen. Also Gruppentherapie ist sein Spezialgebiet. Und in diesem Buch beschreibt er, wie er halt eben dazu gekommen ist, was er halt heute erreicht hat. Wir haben in diesem Buch natürlich angefangen von seiner Geburt, über seine Kindheit, über die Flucht seiner Eltern nach Amerika. Die hatten dort einen kleinen Lebensmittelladen. Sie haben sehr, sehr hart gearbeitet, um halt eben Irwin ein schönes Leben zu ermöglichen und gut zu leben. Dann er beschreibt natürlich seinen Werdegang in seiner Universität. Dann beschreibt er auch ausführlich, und das fand ich einen richtig guten Teil, wie seine Bücher entstanden sind. Und jedes einzelne Buch, das was für einen Hintergrund es hatte, wie er zu der Idee gekommen ist, warum er das geschrieben hat, wer eventuell mitgewirkt hat, wer Einfluss darauf hatte. Fand ich alles sehr, sehr interessant. Und jetzt kommen wir dazu, warum mir diese Biografie trotzdem nicht gefallen hat. Und zwar habe ich selten eine Biografie geschrieben. Schön wäre es, wenn ich eine schreiben könnte. So viel zu sagen habe ich aber leider nicht. Aber es ist so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich mit jeder Zeile, die ich lese, den Autor unsympathischer finde. Und das ist mir sehr, sehr selten bisher passiert, wenn ich eine Biografie gelesen habe. Es ist so, dass du teilweise dann denkst nach der Biografiebeendung, okay, das war jetzt völlig uninteressant oder das Leben war jetzt nicht so voller Existenzen, dass ich jetzt unbedingt die Biografie hätte lesen müssen. Aber bisher war das sehr, sehr selten, bis fast, glaube ich, gar nicht der Fall, dass ich den Autor unglaublich unsympathisch fand. Und das war bei dieser Biografie aber der Fall. Denn ich hatte das Gefühl, ab dem Moment, also ich fand seine Kindheit unglaublich spannend. Die Entwicklung, wie seine Eltern sich da durchgekämpft haben und, wie er das erlebt hat, das fand ich unglaublich spannend. Aber ab dem Moment, wo er über seinen Universitätswerdegang schreibt und wie er studiert hat und wie er sein erstes Lehrbuch geschrieben hat und, beginnt er für mich ein arroganter Arsch zu werden. Entschuldigt, wenn ich das so zusammenfasse, denn es spricht absolut nichts dagegen, dass ich als Autor stolz auf mein Leben bin, stolz auf das, was ich erreicht habe und auch schreibe, naja, mein Lehrbuch wurde dann halt mehrmals verlegt und ich war in jeder Universität bekannt, das Lehrbuch wurde dann irgendwie aufgenommen, um halt eben wissenschaftlich halt fungiert lehren zu können. Alles in bester Ordnung, ich meine, das ist super, wenn man sowas, so einen Lebenslauf hat, aber wenn ich es in ungefähr 20.000 Sätzen in diesem Biografie erwähnen muss, dass ich doch der Tollste überhaupt bin, weil niemand vor mir diese Ahnung in der Universität hatte oder niemand vor mir hätte genau das gemacht und überhaupt. Und er kam an die Universität und alle hatten eigentlich null Ahnung von dem, was sie da tun. Und er kam da, das Alpha und Omega, und hat ihnen dann den Weg gewiesen und hat ihnen dann gesagt, dass sie das und das machen sollen. Und dann beschreibt er halt sein Lehrbuch. Och, er musste ja zum 20. Mal sein Lehrbuch wieder neu schreiben, weil es ja so toll ist und weil es ja so gut ankommt und weil es so wichtig ist. Und dann bei der Entwicklung seiner Bücher und der Entstehung seiner Bücher. Jedes Buch ist etwas völlig Innovatives. Das ist vorher noch niemandem aufgefallen. Er kam und hat dieses Buch geschrieben aus dieser Perspektive und das gab es vorher nicht und überhaupt. Und es ist das Beste und Tollste und... Und ich hatte die ganze Zeit so den Eindruck... Ernsthaft? Wirklich? Du hast ein Ego, das ist hier. Ganz, ganz, ganz weit oben.
Du hältst dich für den absolut tollsten. Ich meine, ich sage ja nichts dazu, er hat wirklich die Gruppentherapie revolutioniert. Er hatte Ansätze, die es halt vorher so tatsächlich nicht gab. Die hat er halt eben eingeflossen. Er hat festgestellt, dass die Gruppentherapie doch mehr erreichen kann, als man ihr vorher zugetraut hat. Das spricht ja auch alles nichts dagegen, dass er das sagt, weil es ist ja eine Tatsache. Also er hatte ja schon viel Wissen reingepackt. Sein Lehrbuch ging ja auch tatsächlich um alle Universitäten herum. Das ist auch völlig in Ordnung. Man kann ja auch tatsächlich stolz auf sich sein. Nur die Art, wie ich mich ausdrücke, wie ich es verpacke, wie oft ich es in dem Buch erwähne, dass ich so toll bin, hat mir so den Spaß daran genommen, dass ich ihn sympathisch fand. Ich habe noch ein Buch auf meinem Sub von ihm, da weiß ich gar nicht, ob ich es überhaupt noch lesen möchte, denn ich habe immer so den Eindruck, in seinen Büchern versucht er was Großartiges auszudrücken. Ich will selber interpretieren, ja, und manchmal überinterpretieren wir und sagen dann irgendwas, der Autor hat da was reingeschrieben, was er vielleicht gar nicht getan hat, aber ich habe einfach den Eindruck, dass der unglaublich viel von sich selbst hält, was er im Prinzip ja auch, versteht mich nicht falsch, es ist ja okay, sich selbst zu lieben und sich selbst zu wertschätzen. Nur wenn ich es anderen irgendwie so auf das Auge drücke, guck mal, wie toll ich bin, dann mag ich das nicht. Man kann sich ja selbst toll finden, ist ja kein Ding. Sollte sich auch jeder mehr lieben, als er eigentlich tut. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, er begründet die Welt. Es war echt ein Wunder, dass er sich nicht Gott genannt hat. Wirklich. So ein Gefühl hatte ich. Ich habe ihn von Seite zu Seite immer unsympathischer gefunden. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich abbrechen soll. Dann habe ich aber gedacht, ich habe so lange um diese Biografie herumschlawenzelt. Ich lese das jetzt zu Ende, vielleicht kommt ja noch irgendwie was Großartiges. Nö, es kam dann auch noch ein Satz, den ich ganz, ganz furchtbar fand. Und zwar hat er dann beschrieben, dass seine Kinder ja versagt haben. Also nicht jedes Kind hat ja so eine tolle Ehe geführt wie er und überhaupt. Und der hat da versagt und der hat da versagt. Aber es kann ja auch nicht anders gelaufen sein, denn er hat ja eigentlich mehr seiner ganzen Wissenschaft gewidmet, sein Leben, als seinen Kindern. So nach dem Motto, aha, hätte ich mehr Zeit in die Kinder investiert. Klar, das ist wichtig. Ja, aber es klang so völlig überheblich, so nach dem Motto, ja, weil ich mich ja nicht um sie gekümmert habe, deswegen haben sie versagt, weil sonst hätte ich ja, das hätte ich ja natürlich alles Versagen natürlich verhindern können. So kam es für mich rüber. Nicht so nach dem Motto, so, Mist, ich hätte doch mehr Zeit irgendwie in die Kinder investieren können und hätte ihnen dann vielleicht den Weg besser geebnet oder sowas. Nö, 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 er hat sich ja mehr um sich selbst gekümmert, deswegen sind sie gescheitert. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Der ist mir völlig unsympathisch gewesen. Ich habe sämtliche Bücher von ihm auf meiner Wunschliste gestrichen. Er hat eine DVD rausgebracht, irgendwie über das Geheimnis einer guten Beziehung. Das ist so eine Art Reportage, glaube ich, mit einem Interview eingebunden, irgendwie so. Das hatte ich auf einer Wunschliste, das wollte ich mir angucken. Will ich mir nicht mehr angucken, es interessiert mich null. Es ist für mich einfach kein Mensch, dem ich weiter nachverfolgen möchte und irgendwie nacheifern möchte oder sonst irgendwas. Hat es für mich absolut madig gemacht und ich bin so froh, dass ich keinen Cent für diese Biografie ausgegeben habe. Ich hätte mich schwarz geärgert. Ja, aber ganz ehrlich, habt ihr die Biografie gelesen? Habt ihr irgendwas von dem Autor gelesen? Ich meine, warum Nietzsche weinte, war ja totaler Hype. Erklärt er auch übrigens, wie der Hintergrund war, warum er das geschrieben, wie innovativ er das doch gemacht hat in seinem Buch. Vergeht mir die Lust, das zu lesen, sorry. Aber es steht eine Menge darüber drin. Falls ihr die Biografie gelesen habt, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so empfunden habt oder ob ich mich irgendwie persönlich auf den Schlips getreten gefühlt habe oder so. Ob ich jetzt irgendwie völlig übertreibe, ob ihr das ganz anders gesehen habt, aber für mich machte es unglaublich unsympathisch und für mich ist der Autor, der Psychologe tatsächlich nicht... Er hat so großartige Aussagen. Ich habe mal so ein Interview mit ihm gelesen und alles, was er sagte, hatte so Hand und Fuß und ich fand das so großartig. Das tut es ja keinen Abbruch, dass er gute Sachen aussagt. Aber wenn man sich dann dadurch zu so... keine Ahnung, was heraufhebt. Oh, das mag ich gar nicht. Das kann ich nicht leiden. Das macht für mich den Menschen unsympathisch. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr ihn ganz toll findet und sagt, versteht ihr gar nicht, warum ich mich jetzt da so aufrege, schreibt es mir gerne auch in die Kommentare. Würde mich natürlich auch interessieren. Und ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Macht's gut. Bis dann.